Da Balut nach ein paar Tipps zu Forza Horizon 5 gefragt hat, Scheiße Leute, ich brauche Tipps von euch, wie ich nicht so kacke bin, habe ich mir gedacht, ich zeige heute mal 10 wichtige Tipps, die man wissen muss. Schreibt gerne mal am Ende des Videos in die Kommentare, wie viel ihr schon gewusst habt. Und wer schon alle Punkte wusste, plus den Bonuspunkt, den ich am Ende des Videos zeigen werde, der kriegt von mir einen Keks. Lecker Schmecker. Kommen wir zu Tipp Nummer 1 und dazu müsst ihr einmal hier in die Einstellungen unter Auto und Fuhrpark. Und hier hast du die Möglichkeit, einen Wagen beliebig oft zu kaufen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier Y drücken, kann ihn kaufen. Wieder kaufen. Das ist zum Beispiel ultra nützlich, wenn ihr mehrere Autos hintereinander kaufen wollt. Weil wie viele wahrscheinlich wissen, kann man durch den Wagen halt super schnell viele super Wheelspins bekommen. Und deswegen lohnt sich das halt für die Methode super. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 2 und das ist, wie man überall gratis hinreisen kann. Und zwar müsst ihr dazu in Abenteuer Horizon die Street-Szene abschließen, die erste Mission. Und wenn ihr die abgeschlossen habt, werdet ihr sehen, bekommt ihr hier dieses Haus freigeschaltet. Das könnt ihr euch für 2 Millionen kaufen und könnt euch dann zu jeder Straße hin teleportieren. Zum Beispiel können wir uns jetzt hier einfach mitten hier einfach teleportieren, indem wir X drücken. So wie ihr seht, bin ich jetzt hier auf der Straße. Nur hat das Ganze ja was gekostet. Und wenn ihr wollt, dass das Ganze nichts mehr kostet, müsst ihr halt hier diese 50 Schnellreisetafeln zerstören. Ihr könntet das zum Beispiel so einen Filter anmachen und dann nur Bonustafeln aktivieren. Und dann könnt ihr die Tafeln hier viel einfacher finden und dann umsonst überall hinreisen. Für Tipp Nummer 3 zeige ich dir zwei Methoden, wie du richtig schnell Skillpoints bekommen kannst. Für die erste Methode würde ich den Zesto Elemento empfehlen oder den Mercedes-Benz AMG GTR Forza Edition. Weil beide haben einen Fähigkeitsboost, aber du kannst auch jedes andere schnelle Auto nehmen. Und was du dann ganz einfach machen musst, ist hier auf diesen Highway einfach hoch und runter fahren. Weil wenn du hier auf den Highway mit über 350 km/h fährst, kriegst du halt den ultimativen Geschwindigkeitsboost und kannst halt easy Skillpunkte sammeln. Was du natürlich auch machen kannst, ist hier in den Automeisterungen hier alles zu upgraden. Hier würde ich einfach so viel ausfüllen, wie du kannst. Dann kriegst du natürlich noch viel schneller, viel mehr Skillpunkte. Und die zweite Methode ist zu driften. Und da ist ein Wagen besonders effektiv. Zwar der Unicorn Version 2, der ist jetzt gerade erst rausgekommen. Und das Besondere an dem Wagen ist, dass er als einziger Wagen einen 8er Fähigkeitsmultiplikator hat. Hier könnt ihr unter Automeisterungen das Ganze upgraden. Und hier oben rechts könnt ihr dann den Fähigkeitsmultiplikator 8 freischalten. Was du ansonsten noch auf jeden Fall beachten musst, ist unter den Einstellungen und Schwierigkeitsgrad hier die Traktionskontrolle auf auszumachen. Dadurch driftet der Wagen viel leichter und man bekommt natürlich viel mehr Punkte dadurch. Kommen wir nun zum vierten Tipp und das ist, wie man bessere Wheelspins bekommen kann. Und zwar müsst ihr dazu hier nach Hause teleportieren, dann hier auf Charakter anpassen und dort könnt ihr euch alle möglichen Klamotten und Emotes kaufen. Und das Gute daran ist, wenn ihr die Sachen kauft, werden sie nicht mehr in den Wheelspins vorkommen und dadurch habt ihr eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, mehr Credits oder bessere Autos aus den Wheelspins zu bekommen. Ich würde am Anfang erstmal die billigen Sachen kaufen, weil das ist eh der größte Teil. Und die teuren Sachen würde ich halt nur kaufen, wenn ihr schon viele Credits habt und ihr euch das leisten könnt. Und dann kriegt ihr schon wesentlich bessere Wheelspins. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 5. Und zwar gibt es 5 geheime Autos. Und die kann man nur durch die Automeisterung freischalten. Einmal haben wir hier den Jeep Wrangler Rubicon. Und mit dem könnt ihr den Wrangler Unlimited freischalten. Dann könnt ihr einmal durch den Savannah RX-7 den Mazda RX-7 Turk Stallion bekommen. Mit dem Dodge Charger ET den Dodge Charger Daytona freischalten. Mit dem Diablo SV den Diablo GTR freischalten. Und mit dem Porsche 911 GT2 den Porsche 911 Turbo freischalten. All diese Wagen sind super selten im Shop, also würde ich sie auf keinen Fall verkaufen und die Wagen sind auch ziemlich geil. Für Tipp Nummer 6 müsst ihr einmal unter Auszeichnungen gehen und dort habt ihr sehr viele Missionen und wenn ihr die abschließt, kriegt ihr bestimmte Sachen freigeschaltet. Zum Beispiel können wir hier einmal unter Stories, hier unter V10 und dann werdet ihr sehen, dass ihr hier den König der Gjesko, also das schnellste Auto im Spiel, komplett umsonst bekommen könnt und das ganz einfach, indem ihr die V10 Story im Horizon Buyer abschließt. Was jetzt noch ganz wichtig ist, ihr bekommt das Auto nicht einfach so freigeschaltet, sondern ihr müsst euch das hier abholen. Deswegen würde ich dir empfehlen, hier alle durchzugucken. Und wenn ihr oben ein Geschenk siehst, heißt das, du hast ja was freigeschaltet, was du noch abholen musst. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 7 und zwar, wer die letzten Folgen von Paluten gut verfolgt hat, dem wird auffallen, dass Paluten selber diesen Trick einmal benutzt hat, aber ich fand den so nützlich, dass ich ihn trotzdem mal hier reinpacke. Und zwar könnt ihr hier unter Creative Hub den Drohnenmodus aktivieren. Das ist nicht nur nützlich, wenn ihr geile Cinematics machen wollt, sondern auch, wenn zum Beispiel eine Scheune in der Nähe ist. Zum Beispiel seht ihr hier auf der Map, ist hier in diesem Bereich eine Scheune und wenn wir hier einfach jetzt den Drohnenmodus anmachen, haben wir hier viel leichter den Überblick und können die Scheune halt viel schneller finden. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 8 und wie wahrscheinlich schon einige wussten, ist das beste Auto im Spiel der Lamborghini Zesto Elemento Forza Edition. Wenn du es noch nicht wusstest, jetzt weißt du es. Auf jeden Fall kann man den Wagen nur durch Wheelspins oder im Autohaus bekommen und dort ist er halt relativ teuer und schwer zu bekommen. Und hier kommen wir jetzt auch zum Tipp, wie ihr Wagen billiger bekommen könnt. Eine Sache, was viele machen, wenn sie jetzt einen Wagen bieten möchten oder kaufen, drücken sie A und dann laden sich erstmal die Details und dann kann man erst bieten. Das ist aber viel zu langsam und dann ist der Wagen meistens schon weg. Viel besser ist es, wenn ihr hier einfach Y drückt und dann habt ihr direkt die Möglichkeit hier zu bieten oder Sofortkauf zu machen und wenn ihr das macht, werdet ihr viel schneller Autos bekommen. Und wir können zum Beispiel den Preis jetzt hier ein bisschen billiger machen und einige stellen den halt billiger rein und dann kann man die ganze Zeit hier rein und raus gehen und dann muss man den halt immer schnell kaufen, wenn einer reinkommt.
kommt. Tipp Nummer 9 ist zu den Promo-Fotos. Und zwar hat man im Spiel die Aufgabe, jedes einzelne Auto einmal zu fotografieren. Das kann man natürlich machen. Aber es gibt noch eine viel effektivere Methode, die du machen kannst. Und zwar musst du dazu einfach ein Rennen starten und dann direkt am Start die Einstellungen öffnen und in den Fotomodus gehen. Dann kannst du hier ein Foto machen, wo direkt alle Autos drauf zu sehen sind. Und danach kannst du das ganze Rennen beenden und wieder neu machen. Ich würde zum Beispiel empfehlen, für jede Klasse ein Auto zu benutzen. Zum Beispiel, du gehst mit der S1-Klasse in ein Event und dann sind alle anderen Autos auch in der S1-Klasse. Und so das Ganze dann mit jeder Klasse weitermachen. Weil die Fahrzeuge deiner Gegner werden immer an der aktuellen Stufe deiner Wagen angepasst. Und so kannst du das Ganze nutzen, um schnell viele Autos zu fotografieren. Jetzt kommen wir zum vorletzten Tipp, und zwar wie du Launch Control aktivieren kannst. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten. Wenn du manuell fährst, musst du einmal Gas und Bremse gleichzeitig gedrückt halten, dann einmal hochschalten und dann wieder runter, und dann wirst du sehen, dass sich das Tacho an einer bestimmten Stelle fixiert, und dann kannst du einfach die Bremse loslassen und so kannst du das Ganze aktivieren. Und wenn du das Ganze mit Automatik aktivieren willst, musst du auch wieder Gas und Bremse gleichzeitig gedrückt halten und dann die Bremse ganz langsam lösen, solange bis sich auch hier wieder das Tacho fixiert, und dann auch wieder loslassen. Mit Automatik ist das Ganze ein bisschen schwieriger, aber das Ganze lohnt sich auf jeden Fall zu lernen, weil du dadurch viel schneller am Start wegkommst und du dadurch natürlich einen viel größeren Vorteil zu den anderen hast. Kommen wir nun zum Bonustipp, und wie es vielleicht schon einige wissen, haben einige Wagen eine Cabrio-Öffnung-Funktion, und die kannst du ganz einfach aktivieren, indem du den linken Stick gedrückt hältst und dann fährt das Ganze hier hoch und du hast eine Cabrio-Version von dem Auto. Und normalerweise kann man in der Zeit, wo das Dach ausfährt, nicht mit dem Wagen fahren, aber es gibt tatsächlich einen Weg, wie man das machen kann, und das sieht ziemlich sick aus. Dafür musst du einfach den linken Stick drücken, dann fährt sich das Ganze wieder ein oder aus, und dann müsst ihr einfach Steuerkreuz nach oben drücken, dann öffnet sich nämlich der Fotomodus, und dann wieder zurück aus dem Fotomodus raus, und dann könnt ihr direkt losfahren. Wie ihr seht, jetzt fahren wir und die Animation läuft weiter, und das sieht einfach mega nice aus. Ich habe es jetzt mit dem Ferrari Portofino gemacht. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit jedem anderen Auto, was die Funktion hat. Teilt das Video gerne, damit Paluten das sieht, und in diesem Video zeige ich dir die Top 10 Autos in Forza Horizon 5.